Nachdenkseiten. Und Russland konstituiert seine Streitkräfte. Wir rechnen etwa damit, dass in 5 bis 8 Jahren Russland seine Streitkräfte so wiederhergestellt hat während des Krieges in der Ukraine, dass sie durchaus in der Lage sind, auch mit klassischen militärischen Mitteln das NATO-Bündnisgebiet anzugreifen. Und Russland hat viel in der Vergangenheit, Putin hat viel in der Vergangenheit angesprochen, was er tatsächlich dann auch umgesetzt hat. Und immerhin, er hat gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Und dazu zählen eben auch die baltischen Staaten. Herr Kollatz, André Bodemann, Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, hat am 1. Juli bei der Vorstellung des Operationsplans Deutschland erklärt, ich zitiere ganz kurz, Putin hat immerhin gesagt, dass er das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen möchte und dazu zählen auch die baltischen Staaten. Da würde mich nur die Quelle interessieren, wann und in welchem Kontext der russische Präsident dies gesagt hat. Also ich persönlich meine das schon an vielen Stellen auch wahrgenommen zu haben, in den Raunereien, die man von Putin so hört. Aber wenn Sie sich auf die direkten Quellen von General Bodemann beziehen, müssten Sie ihn schon selbst fragen. Weitere Fragen? Zusatz? Nee, nur das ist ja so ein bisschen so ein Déjà-vu. Das hatten wir kurz auch bei Lanz, als der selbsternannte Waffenexperte Hofreiter dasselbe behauptet hatten auf Nachfrage von dem Bundeswehroberst und auch Lanz selbst, das ebenfalls nicht belegen konnte. Und Sie vertreten ja nun mal in dieser Funktion auch die ranghöchsten Bundeswehrgeneräle. Und wenn hier etwas, was ja auch eine extreme eskalative Relevanz hätte, wenn das so wäre, diese Aussage, wäre es doch schon sinnvoll, dass Sie das entsprechend belegen könnten. Naja, nun bin ich ja nicht Ihr Recherchebeauftragter. Ich habe bei Ihren Kolleginnen und Kollegen schon viele von diesen Zitaten gelesen. Vielleicht bemühen Sie sich, vielleicht bei Ihnen die Kolleginnen nachzufragen, die da an der Recherche vielleicht ein bisschen begabter sind, Hilfe zu suchen. Darf ich ganz kurz, wenn ich vielleicht ergänzen kann noch, Herr Warbeck, dass die russische Regierung von territorialer Integrität ihrer Nachbarländer im Moment nicht so wahnsinnig viel hält, sieht man ja nicht nur an dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber da reicht es auch auf den Telegram-Kanal des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Herr Medvedev, zu gehen, der ein Video teilt, wo die Ukraine dem russischen Staatsgebiet zugeschlagen wird. Gut, hier ging es aber um den russischen Präsidenten. Aber wenn ich bei den Kollegen gucke, dann sehe ich zum Beispiel bei NTV oder Spiegel Berichte 2015 sehr explizit, Putin will die Sowjetunion nicht wieder errichten. Und alles, was man bei Recherchen findet, geht genau in die entgegengesetzte Richtung, zumindest was dessen Aussagen angeht. Die Intention sei mal dahingestellt, aber das, was man konkret findet in offen zugänglichen Quellen, besagt das Gegenteil von dem, was einen der ranghöchsten Bundeswehroffiziere öffentlich zu Wort gibt. Ich finde das schon durchaus ein Thema, bei dem sich auch das Verteidigungsministerium um Quellenbeleg bemühen sollte. Und ich glaube nicht, dass das meine Aufgabe ist. Ich habe das gemacht und wie gesagt, die Quellenlage geht in eine ganz andere Richtung. Meine nicht. Bevor wir jetzt zu einer größeren medienpolitischen Debatte, wer hat wann, wo, was, wie gesagt, ich glaube, dass das BMVG sozusagen den benannt hat, den Sie fragen sollten. Ich glaube, das ist die Frage dann beendet. Herr Eckstein, hatte ich jetzt auf meiner Liste für ein neues Thema? Oder